Uno, das ist Uno, darf ich vorstellen, unser kleiner Hahn. Ich bin Inka Seidel. Ich bin Axel Lüssow, ich bin Mitglied von Profi und setze mich für artgerechte Tierhaltung ein. Im Stadtteil Biesdorf haben wir einen kleinen Hühnerhof mit Küken, die Ostern geschlüpft sind. Und wir wollen gerne Menschen zeigen in der Stadt, wie man in der Stadt auch Hühner halten kann. Und das kann man halt hier sehen, ne? Wie die Hennen und die Hähne und die Küken richtig zusammenleben, wie es eigentlich sein sollte. Ne, kleiner Hahn? Ja, und die Hähne, also die Hühner haben alle Namen. Tut mir leid. Wir haben einen Puschel, weil es so puschelig ist, das ist das Seidenhuhn. Dann haben wir eine schöne Mona, die ist ein Perlhuhn, was also sich immer sehr jeden Tag putzt und reinigt. Dann haben wir die flotte Lotte, die immer durch den Zaun schlüpfen möchte und super agil ist. Dann haben wir den schönen, schönen Romeo. Romeo ist der schönste Hahn, den wir hier jemals hatten und wir hatten einige. Uno, weil er als erster geschlüpft ist letztes Jahr. Und dieses Mal haben wir ein großes und ein kleines Küken. Demzufolge wird es wahrscheinlich Maxi und Mini sein. Wir haben ja keine Umwelt, wir haben eine Mitwelt. Wir sind alle Teil der Natur. Und auch die Tiere sind Teil der Natur, genau wie wir. Die ganzen Nahrungsmittel kommen aus unserer Natur. Die kommen nicht aus dem Einzelhandel, die kommen nicht aus der Gefriertruhe. Und wenn man das nicht versteht über positive Erfahrungen und eben nicht nur ihr müsst nicht, sondern dass man so ein Tier anfasst und sieht, ne, wie toll die sind, wie individuell sind. Hm? Pock, pock, pock. Ja. Pock, pock, pock. Eier kommen ja nicht aus dem Automaten, die kommen von lebenden Hühnern. Hier wäre längst im Schredder gelandet. Normalerweise, ne, werden ja aussortiert und werden alle geschreddert. Und das kann nicht sein, dass lokale Produktion von Nahrungsmitteln nicht zugelassen wird. Ja, weil irgendwie der Hahn zwischen Kreissäge und Rasenmähen zu hören ist. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass das nochmal politisch und auch von den ganzen Anwohnern mehr eingetaktet wird. Also ich zeige euch jetzt meinen Hühnerstall. So, der eigentlich ist. So, wir sind jetzt hier im Stall. Das war mal ein Geräteschuppen, beziehungsweise vielleicht auch ein Plumpsklo, was wir so ein bisschen ausgebaut haben für die Hühner. Die fühlen sich hier, glaube ich, ganz wohl. Und hier sind die sozusagen Legenester mit den Eiern, wo die reinschlüpfen. Und ich nehme mal die zwei Eier raus. Also ich nummeriere die auch immer fleißig. Ne? Wir haben jetzt inzwischen das 675. Ei. Und diese beiden Eier sind von einem Huhn. Daran sieht man einfach, wie unterschiedlich die Eier aussehen. Nicht nur von der Farbe her, die sind so ein bisschen beige-grünlich sogar. Die können auch dunkelbraun sein, die können eher weiß sein. Also je nachdem, was sie nämlich fressen. Die Natur, nicht in der Kaufhalle. Ich würde die wahrscheinlich nicht verkaufen können. Will ich auch nicht. Und die schmecken wirklich anders. Ich wusste es nicht, habe früher keine Sonntagseier gemacht. Es ist wirklich was völlig anderes. Ganz persönlich ist Natur das, was mir die Kraft zum Leben gibt. Also ich wüsste nicht, wie ich ohne Natur, wie ich ohne Tiere sein könnte. Und deswegen stecke ich meine ganze Freizeit, inzwischen auch meine ganze professionelle Arbeitskraft bei der Grünen Liga da rein, Natur zu erhalten. Also ich bin mit der Natur aufgewachsen, von daher bin ich ganz eng verbunden mit der Natur. Und es gibt oft die Frage, an welchen Gott ich glaube. Und früher habe ich immer gesagt, nach Mahatma Gandhi, mein Gott ist die Wahrheit. Inzwischen würde ich eher sagen, mein Gott ist die Natur, weil er gibt mir die Kraft, er gibt mir die Lebenskraft, das ist ein Lebenselixier. Ja, das ist unser Wochenende, ne? Genau. Der Hahn fühlt sich hier ganz sicher, weil der große Hahn nicht an ihn rankommt und er kann alles sehen. Man kann sich hinsetzen, man kann sich hier hinlegen. No, pock, pock, pock. Hallöchen. Und dann setzt er sich meistens hin und fühlt sich einfach richtig wohl. Also was viele nicht wissen, ist auch, dass Hühner Weidetiere sind. Das heißt, manchmal bekommen wir die Anfrage, ob sie sich die Hühner ausbauen können, um einfach den Rasen kurz zu halten. Wenn wir die Hühner also hier auf die Wiese lassen, dann sorgen die dafür, die zupfen das Gras, dass das Gras immer kurz bleibt, weil die das zur Ernährung brauchen. Ja, soviel ich weiß, der Termin ist am Sonntag, den 17. Juni.
Und zwar nachmittags von 14 bis abends. Wir haben letztes Jahr dann hier beim Lagerfeuer gesessen. Das wollte kein Ende nehmen. Und die Leute kamen wirklich aus ganz Berlin, aus ziemlich weit, sogar aus Brandenburg teilweise hierher, um sich anzuschauen, wie man Hühner pflegen kann. Ja, natürlich werden wir Kräutertee anbieten, also mit Kräutern aus dem Garten. Vielleicht werden wir auch Kuchen backen aus Hühnereiern. Dann legen wir meistens auch Literatur aus, also es gibt dann so einen Infotisch dazu. Ja, und zeigen halt alles, was wir heute auch gezeigt haben und erklären auch so wie in den Seminaren mit den Kindern, wie auch mit den Studierenden, dass eben die Natur keinen Müll produziert.